Wann hast du das letzte Mal einen Fehler gemacht? Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage. Ja, wann hast du das letzte Mal einen Fehler gemacht? Denn meiner Meinung nach ist es gut, Fehler zu machen. Und wenn deine Antwort ist, vor einem Monat oder vor einem Jahr, na, wahrscheinlich nicht so viel, aber wenn deine Antwort ist, ja, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, vor 4 Wochen, dann nimmst du vielleicht sehr wenig Risiken in Kauf. Ja, du nimmst wahrscheinlich sehr wenige Risiken in Kauf. Und wenn wir mehr Fehler machen, dann heißt das meistens, dass wir auch viel probieren. Insofern, wenn deine Antwort auf die Frage, wann hast du das letzte Mal einen Fehler gemacht, ist heute oder gestern, dann ist das, denke ich, besser, als wenn deine Antwort ist vor 2 Wochen. Ja, das ist, ich bin interessiert daran, was du denkst, ja, und auch wie die Antwort zu dieser Frage ist, ja, wann hast du das letzte Mal einen Fehler gemacht? Und ich merke bei mir, dass je öfter ich Fehler mache, desto mehr möchte ich auch probieren, ja, desto mehr habe ich eine Toleranz für Fehler, ja, desto mehr ist es mir egal, ob ich Fehler mache oder nicht, und ich probiere mehr aus. Und es gab dieses Zitat, war das von Goethe oder von Mark Twain? Auf jeden Fall lautet dieses Zitat, wer niemals einen Fehler gemacht hat, der hat auch niemals etwas Neues probiert. Ich glaube, es war Einstein. Ja, und ich denke, das ist sehr wahr. Und deswegen ist meine Frage an dich, wann hast du das letzte Mal einen Fehler gemacht? Mach ruhig Fehler, probiere neue Dinge aus. Gerade beim Sprachenlernen macht man ständig Fehler. Und ich denke, je fehlertoleranter man ist, desto schneller, desto besser, desto effizienter lernt man etwas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dies war inspirierend für dich. Besuche AuthenticGermanLearning.com und wir sehen uns morgen. Tschüss!